Now I done grew up around some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flask, back to bigger day in Chicago. Some people like the way it feels, some people wanna kill. So, meine Damen und Herren, willkommen wieder hier zurück zu einem neuen Duell. Die habe hier heute aber nicht mit Yui, wie wir es sehen, sondern mit jemand anderes. Wer kennt ihn noch? Wir werden es gleich sehen. Yui war nicht der einzige Duellant, der so motiviert war, das Duell für einen geliebten Menschen zu gewinnen. Obwohl er Neuling Duellant war, hatte Joey seine eigenen Gründe zu gewinnen. Seine Schwester Senetti. Ich werde besserer Champion als Senoritis Willen. Sie zählt immer auf mich, selbst als wir noch Kinder waren. Immer werden diese Turniere, ich werde dieses Turnier und das Preisgeld gewinnen, tut mir leid. Ich werde sicherstellen, dass du ein Augenlicht nicht verlieren wirst durch die Zahlung für deine Operation. Ich verspreche es. Die nachträglichen Momente wurden unterbrochen. Als Joey und seine Freunde jemanden lachen hörten und anderer Duellant verspottete, nur ein Katzensprung entfernt war. Eine Stimme, so nervig, konnte nur zu Mai gehören. Das Team traf Mai Valentine auf dem Boot zum Duellisten Kingdom. Sie war eine manipulative, egozentrische Duellantin, die unheimliche Fähigkeit hatte, immer zu wissen, welche Karte als nächstes ziehen wirst. Hey, Yui, laufen deine Duellanten gut? Ich denke, ich bin selbst für ein Duell bereit. Also mach dich bereit, weil ich entscheide mich, dich herauszufordern. Joey. Du forderst mich heraus? Hast du den Mut zu akzeptieren? Ich nehme an, lass uns duellieren. Mach dich bereit zu verlieren. Natürlich geschichtliches Deck. Ich weiß aber gerade nicht, ob Joey echt gewonnen hat. Ich bild meine, der hatte verloren gehabt. Ja, sie fängt doch mal an. Aber klar, dass sie als erste anfängt. Ich habe in letzter Zeit so wie Zahnschmerzen. So, wollen wir mal gucken. Ach, Oh ja, Drachenbaby. Das Drachenbaby. Die Karten hab ich geliebt, das Drachenbaby. So. Ja, was machen wir als erstes? Und zwar nämlich das Drachenbaby. Dafür hat man ja hier den Effekt da, ne? Details anzeigen. Einmal pro Spielzug. Du kannst eine Münze werfen, um das Ergebnis vorauszusagen. Falls du richtig vorausgesagt hast, zerstört alle Monster, die dein Gegner kontrolliert. Falls du falsch vorausgesagt hast, zerstöre so viele Monster, die du kontrollierst. Wie... möglich, du fallst... Nee, hä? Da war sie doch nicht. Ich will meinen, es gab ja eine. Die konnte ich hier ja... vor... ach, das war eine Fusion. Oh ja, Flammenschwertkämpfer gab es ja auch noch. Also das heißt, ich behalte die beiden mal auf der Hand. Und werde mal den hier beschwören. Mit 1000 ist es nicht gerade wenig. Erdemonster, ne, aber keine Pflanzen. So, und wir gehen natürlich in die Battlephase und greifen ihr verdecktes Monster an. Oh, ich habe sogar gewonnen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Und was ist das hier? Fallenkarte, wenn der Gegner ein Monster mit etwas... legen wir noch nicht. Die legen wir dann später mal. Nein, 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 nein. Ja, 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 ja. Babydrache und der Zeitzauberer. Und daraus wird's... der 1000 Drache. Eigentlich heißt es, glaube ich, 1000 alte Drache oder so. So. Und ich weiß, was er dort drunter liegen hat. Ich weiß es einfach. Er hat Habien-Schwester. Genau, Habie. Es gibt
viele Harpien, aber ich sehe jetzt, sie greift mich nicht zurück an. Ich hätte jetzt gedacht, da kommt was. So, ich könnte mein Spielfeld könnte ich ändern, aber ihr Spielfeld könnte ich nicht ändern. Das ist gerade ein bisschen nervig. Was gibt HP 1, 2 und 3 am Anfang jedenfalls. Und dann nochmal eine, wo sie alle gemeinsam sind, sage ich jetzt mal. So, wir werden wieder mit Cherry angreifen. Falls der nämlich verliert, werden wir dann mit den Tausenden angreifen. Hier, schon wieder HP. Angreifen. Das ist doch viel zu einfach, der Kampf jetzt. Und ich bin in meinem Zug. Außer die kommt jetzt mit irgendeiner Karte alles vernichten. Es ist was ja ziemlich einfach. Wenn ich sogar... Wow. Gewonnen. Hä? Warum? Wie? Ich konnte jemals gegen solch ein Amateur verlieren. Mai, ich habe dir versucht zu sagen, das gibt mehr als... Dass es mehr gibt in Duelmonster, als den anderen Typen von hinten zu treten. Wenn du jemals ein echter Champion sein willst, musst du lernen, über jemanden anderes wie dich selber Sorgen zu machen. Okay. Neues Deck, Kartenpreis, okay. Signaturkarte Harpie. Die kommen auch rüber. Ach so, okay. Sieg, Spielzüge 16. Ach so, die Punkte. Okay, machen wir weiter. Und dann, das war's ja schon für den heutigen Part. Also ich möchte nicht noch einen Part machen, ich möchte jeden einzelnen noch machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 noch. 8 Kämpfe haben wir noch hier. Nee, noch viel mehr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 Kämpfe haben wir noch. Und nächstes Mal gehen wir in die Tiefe. Bis zum nächsten Mal, sagt der Wünschwort. Ciao, ciao.